die Todesglocken! Und vier stahlharte Fäuste. Im Kampf gegen eine Horde von blutgierigen, grausamen Unterdrückern. Im Kampf um die Macht. Vier stahlharte Fäuste und eine furchtbare Waffe in den Händen eines Rebellen. Ein junger Mann kämpft um sein Leben. Ein junger Mann will die Meister des Shaolin-Kung-Fu bezwingen. Vier stahlharte Fäuste, die Vater und Sohn gehören. Sie wissen nicht, dass dasselbe Blut in ihren Adern fließt. Einer sieht im anderen nur den Feind. Dabei kämpfen sie um das gleiche Ziel, die Befreiung ihres Volkes. Vier stahlharte Fäuste. Das heilige Buch damals. Mit dem heiligen Buch kann er Chen Mo Chao in seine Dienste zwingen. Ach so, ist das wieder. Aber der Fürst hat sich getäuscht. Chen Mo Chao lässt sich nicht zwingen. Vier stahlharte Fäuste und Chen Mo Chaos Todesglocken entscheiden den Kampf um die Herrschaft. Vier stahlharte Fäuste. Ein Film mit noch nie gesehenen Kampfszenen. Ein Schocker aus China. Vier stahlharte Fäuste. Asiens Karatekiller schlagen zu. Gelb, brutal und unerbittlich.